So, hallo zusammen und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Was heißt mal wieder? Also es wird mal endlich wieder Zeit für ein neues Video. Ist ja jetzt doch schon ein paar Tage her, wo das letzte Mal was abgeladen worden ist. Da dachte ich mir, ich mache mal ein Zwischenvideo von einer kleinen Bastelei aus Teilen, die wo ich noch ein bisschen zur Verfügung stehen hatte. Und zwar geht es da einmal um die restlichen Audioteile von meinem Zafira und habe mir dann überlegt, was machst du damit? Was ist ein gutes Gehäuse dafür? Ein bisschen rumüberlegt. Dann bin ich auf die Idee gekommen, einfach das Ganze in eine Bierkiste reinzubauen. Als erstes möchte ich jetzt einen Lautsprecher bauen für das Ganze, weil wenn da nachher ein Zafira drin ist, geht es ja über die Boxen vom Zafira. Aber wenn das Ganze natürlich irgendwo anders betrieben werden soll, dann braucht das ganze Gerät natürlich eigene Boxen. Da gibt es ja so einen schönen Doppelkasten, wie man hier sehen kann. Den kann man in der Mitte trennen. Und da habe ich mir gedacht, so ein bisschen im Retro-Style, noch ganz kleinen Blick auf die Kiste mit dem Radio nachher. Hier sieht man aus dem Zafira raus das Radio, der CD-Wechsler und das Display. Ein Bluetooth-Adapter, der ist am CD-Wechsler angeschlossen, dann kann das Ganze auch per Bluetooth betrieben werden. Die zwei Boxenkabelanschlüsse für die Boxen, was wir heute bauen. Wie jetzt ja gerade schon angedeutet, habe ich mich für einen teilbaren Kasten entschieden, einfach um zwei Boxen zu kreieren können. Das erste, was man da machen muss, das Inlet natürlich von den Flaschen rausnehmen, die Flaschen selber. Was natürlich bei so einer Geschichte ist, man hat Treibstoff dabei. Wir fangen an mit dem Inlet rauszutrennen. Ich versuche hier gerade meine verschiedenen Kameras, deswegen nicht wundern, wenn es da ein bisschen hin und her switcht von Sound und Bildqualität. Und an der Stelle Prost! Hat man dann das ganze Inlet alles entfernt, was man nicht braucht. Dann geht es schon darum zu gucken, wie groß ist das ganze Ding, wie muss ich die Platten zuschneiden. Und hat schon den Grundkorpus für den Lautsprecher fertig. Geht natürlich alles in der Praxis nicht ganz so schnell. Wir müssen erstmal die Platten zusägen. Da kommen wir jetzt dazu. Haben wir dann die Bretter alle soweit zugesägt, abgeschliffen, geht es auch schon an die Löcher für die Lautsprecher. Die schönere Methode ist natürlich, wenn man einen passenden Lochbohrer zur Hand hat. Ja, Rauchmelder funktioniert.
Als nächstes wollen wir natürlich die ganzen Einzelteile miteinander verbinden. Dafür nehmen wir Holzleim. Zum Schluss benötigen wir dann natürlich noch eine Verbindung von Lautsprecher zur Musikquelle. Da habe ich mich einfach für 2-Pin-Stecker entschieden. Wenn man dann den Stecker dran gekrimmt, dann muss man das Ganze bis zum Klicken einschieben. Die Rückschiebesicherung da vorne. Dann kommen wir zum schönsten Teil der Geschichte. Wir testen das Ganze mal. Dann war es das eigentlich schon wieder mit dem Video. Ich habe die Boxen hier soweit beide zusammengebaut. Das Kästle mit dem CD. Das Kästle mit der Audioanlage, also Bildschirm, CD-Wechsler und Radio. Das kann dann auch in der Zafira reinkommen, wenn es dann mal soweit ist und der irgendwie mal weitergebaut wird. Als Audioanlage, weil wie gesagt, da läuft es dann über die eigenen Boxen vom Zafira. Und sollte das Ding mal irgendwo hin mitzollen, zum Treffen oder sonst irgendwo, dann können die 2 gebauten Boxen von heute verwendet werden und die dann dementsprechend ein bisschen Musik machen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat mein neues Video gefallen. War jetzt ja sehr lange her, dass mal wieder ein Video gekommen ist. Ich hoffe, ich habe mal wieder ein bisschen mehr Zeit irgendwann, um ein paar Videos zu bringen. Da wird ja doch immer mal wieder in den Kommentaren gefragt, ob mal wieder was Neues kommt. War jetzt leider nichts von Insignia, so wie es der letzte gewünscht war, aber da wird, denke ich mal, auch mal bald wieder was kommen. Sollte euch das Video wie immer gefallen haben, dann wünsche ich mir natürlich, oder würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und falls noch nicht geschehen, dürft ihr natürlich gerne auch ein Follow da lassen. Ja, und zu guter Letzt noch vielen, vielen Dank an die ganzen Follower, die was hinzugekommen sind. Wir haben jetzt ja mittlerweile die 200 geknackt. Ist nicht besonders viel, aber ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Wenn ich sehe, die Leute sind immer wieder da und fragen was oder freuen sich über die Videos, ist umso schöner. Dafür auf jeden Fall in der Hinsicht nochmal Dankeschön fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Video. Bis dann, ciao, ciao.